Ihr alle habt so viel geopfert, um hier zu sein. Um ein Teil von dem zu sein, was wir hier tun. Es ist die erste groß angelegte Kolonisierungsmission überhaupt. Wir schreiben Geschichte. Die Crew des Kolonisationsraumschiffes Covenant ist unterwegs zu einem abgelegenen Planeten am Rand der Galaxie. Sie entdeckt, so glaubt sie, ein unerforschtes Paradies. Aber tatsächlich ist es eine düstere, gefährliche Welt. Ridley Scott kehrt mit Alien Covenant zu dem von ihm erschaffenen Science-Fiction-Universum zurück. Es ist ein neues Kapitel seiner bahnbrechenden Alien-Saga. Das kann ich nicht. Wir müssen die Infektion und den Anschluss. Was das Weltall und Aliens angeht, kann keiner Ridley das Wasser reichen. Ash, könnt ihr das sehen? Ja, ich sehe es. Sowas habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Er ist ein Meisterfilmemacher, eine seltene Spezies. Was ist hier passiert? Es ist Ridleys Vision. Er erschafft vollständige Welten, in dem kein Detail ignoriert wird. Er hat uns mit den Alien-Filmen ein gewaltiges Erbe hinterlassen. Ridley Scott schuf 1979 mit Alien den ersten Teil einer Reihe, die das Science-Fiction-Genre revolutionierte. Mit einer weiblichen Actionheldin und einer absolut tödlichen Gefahr. Was Alien für mich zum Kult macht, ist, gerade in meiner Kindheit ist das ja so, ich glaube, da geht es vielen von uns so, dass wir mit den Alien-Filmen aufgewachsen sind. Alien war damals quasi einer der Horrorfilme, gerade mit dem ganzen H.R. Geiger-Design und sowas. Das war schon sehr, sehr geil. Er hat ja diese düsteren Elemente, Visionen und diese Kreatur erschaffen, wo auch, das war damals so unglaublich fürchterlich, wo dann dieses Maul aus dem Maul kam. Du hast quasi das Gesicht vor dir gehabt, dann kommt noch so ein Maul da raus und frisst dich halt trotzdem. Schleimig, intelligent und sehr hungrig. Das war mein Baby und ich freue mich, ins Alien-Universum zurückzukehren. Die Zuschauer wirklich zu erschrecken, ist schwer. B-Deck. Richtung Mannschaftsquartier. Der Trick ist, ein Unbehagen zu schaffen, das dann zu Angst wird. Man spürt, dass etwas Schreckliches passiert. Doch auf die Covenant-Crew wirkt der fremde Planet zunächst durchaus vielversprechend. Das ist Weizen. Wie wahrscheinlich ist es, Nutzpflanzen so weit weg von der Erde zu finden? Er hat ihn gesät. Wenn ich einen Alien-Film mache, ist da die Herausforderung, die Messlatte jedes Mal höher zu legen. Wie erzeugt man diese Todesangst? Deswegen haben wir zusätzlich zu den üblichen Verdächtigen ein paar neue Kreaturen erschaffen. Ich brauche euch sofort! Ich brauche euch! Okay, beruhige dich, Baby, beruhige dich! Ich soll mich verrotten! An Bord des Raumschiffs sind nur Paare. Das erhöht sofort den Einsatz. Wie schon der erste Alien-Film ist Alien Covenant sehr rau und düster. Wo ist es? Das wird der furchterregendste Teil der Reihe. Er hat alles, was man erwartet und ist trotzdem anders als alles bisher Gesehene. Wieso man sich Alien Covenant anschauen soll? Es ist ein Alien-Film. Ein Pflichttermin also für die Fans. Doch auch Neueinsteiger werden ihren Spaß haben an der Fortsetzung der Alien-Saga. Zart beseitet sollte man allerdings nicht sein. Alien Covenant zählt zu den härteren Filmen der Reihe.